Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir hatten ja dann hier den Weg genommen. Wegen den Zoni. Und jetzt geht's hier lang. Er kann echt gut mit dem Fahren. Unverschämtes Mobbelwesen. Gib den Lombax auf. Ich sag's doch. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Ja. Geht weg von mir. Ah, da kommt er nochmal hier. Ich will aber die Koffer haben. So, ja, der war schon ein bisschen heftig, der Junge. Blödsinn! Du bist nur neidisch, weil ich auserwählt bin. Mal kurz warten. Hast du von dem Lombax gehört, der die Stadt terrorisiert? Angeblich hat er Zähne wie Rasierklingen. Seine Augen rennen wie die Hammerlöcher auf Balkan 5. Ja, wenn es wirklich ein Lombax ist. Jedes Fotobild, das sie zeigen, ist verwackelte Rundschau. Was die hier erzählen und denken, was ich bin. Oh, hier ist ein Taxi. Frag mich, wo mich das hinbringt. Transporter benutzen. Warte mal, ich will da oben erstmal die Kisten. Ich mag die Truppen auch nicht, aber musste dieser Lombax unser Terminal zerstören? Zeig mal mehr Einsatz. Wir müssen doch nur das System manuell zurücksetzen. Wer will denn über das Schussfeld springen? Du? Du hast es nicht mal ins Hoverball-Team geschafft. Das war eine Intrige, das weißt du. So, wir gucken mal, wo uns das Taxi hinbringt, bevor wir hier weitergehen. Weil ich denke mal, das fährt ja dann hier auch wieder her. Ach, wieder zum Anfang, oder wie? Ja. Okay, kann man ja weiterfahren. Aber hätte ja sein können, dass es uns woanders hinbringt, ne? Noch ein Lombax. Willst du noch mehr Sachen kaputt machen? Bleib höflich. Jedes superintelligente Wesen sieht doch, dass das ein anderer Lombax ist. Mein Kollege ist nur sauer auf den Rebell Azimuth, der den Terminal zerstört hat. Das Feuergefecht hat Axioms Schutzfeld aktiviert und jetzt ist die Stadt abgeriegelt. Vielleicht kannst du uns helfen. Was will er denn tun? Über das Feld fliegen und die Reboot-Schalter aktivieren? Ha, das will ich sehen. Aha. Ja, das könnte ich machen.
So, aber erstmal schauen wir uns hier um. Okay. Da ist ein Sony noch, da hinten. Den möchte ich haben. So, gab es auf der Seite noch irgendwas, außer hier ein paar... Okay. Ich soll also jetzt da die Rampe hoch, dann darüber. Okay, können wir machen. So, natürlich warten, bis die Bildschirme. Hey, mach aus, die Dinger. Hier ist auch noch eine Kiste, aber da ist wahrscheinlich wieder was Munition drin. Und da ist ein... noch so ein... Steckdings und Spur. Du hast es geschafft! Das System wird zurückgesetzt! Alarm! Alarm! Lombax am Avionik-Terminal 9 gesichtet! Entsende Einheiten! Toll! Genau was wir brauchen! Noch mehr Gewalt! Dafür könnte ich eine Menge Ärger bekommen, aber ich bin Nefarius und seine Truppen leid. Vielleicht kann ich diese Transportröhre aktivieren, jetzt da die Sperrung aufgehoben ist. Na also, damit kommst du direkt zum Neuroxplatz. Transportröhre aktiviert. Und Stufe 5, jawoll. Höchstschaden erreicht. Und nochmal danke für deine Hilfe. Lombard-Sympathisant. Naja. So, jetzt will ich erstmal... Nee. Erstmal die Dinger hier aufsammeln. Wir wissen ja, dass die verschwinden. So. Okay, können wir da mal gucken, was die Kiste da vorne. Jetzt zu den Sony. Hui, er haut ab. Wo ist er? Ja, wir müssen jetzt das nächste Upgrade kriegen. So, hatte ich da drüben jetzt alles mitgenommen? Nein! Jetzt habe ich mich verdrückt.
den wollte ich jetzt noch nicht haben. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich da drüben alles... Moment, kamen wir nicht von hier? Klar. Aber wir sind jetzt hier wieder Kisten. Na gut, lassen wir. Nee, der Zuli war ja hier eins weiter. Da kann man nämlich auch noch lang. Und ein Holoplan. Ah. Ja, Gott sei Dank, dass ich hier nochmal gucken war. So, woanders kommen wir jetzt hier aber nicht mehr hin, ne? Dann zurück. So, jetzt schnappen wir uns, ich glaube, diesen Stromdings hier. Den müssen wir mitnehmen. Lassen wir ihn erstmal hier liegen. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie Fossil. Um die Uhr für ihre eigenen Ziele zu nutzen. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Uhr mehr kann als nur die Zeit messen? Weil sie die Zeit nach Vorgabe des Hüters im Kontrollraum bewegt. Der sogenannten Orphus-Kammer. Überleg mal, was Nefarius mit der Macht über die Zeit anrichten könnte. Ich muss los. Kontaktiere mich, sobald du den Neurox-Platz erreicht hast. Aha. So, da vorne sind aber schon wieder Feinde. Das heißt, Mr. Zuckhorn. Der Tod ist zu dumm für Mr. Zuckhorn. Ah ja. Der und seine Sprüche. Ich habe so das Gefühl, dass ich mal diese Steckdose da ein Stück mitnehmen muss. Komm mal mit. Hier brauchen wir den. Hey. Komm her.
so. Ist das jetzt schon der dritte gewesen? Ich glaube schon, ne? Mr. Zucker braucht keine Nanos. Mr. Zucker ernährt sich von Angst. So, war jetzt da hinten noch irgendwas zum Hoch oder so? Mr. Zucker kommt nicht in Frieden. Nee. So. Ach, Mr. Zucker ist ja noch da. Pollux hat den ganzen Flugverkehr vom Gebäude weggeleitet. Wir müssen einen anderen Eingang finden. Ich kenne da drinnen jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Jemanden, der für Nefarius arbeitet? Eigentlich ist er ein Datenschürfer bei Pollux Industries. Ich habe ihn vor den Agorianern gerettet. Aha. Azimut, was machst du auf dieser Frequenz? Die ganze Stadt sucht nach dir. Du schuldest mir noch was, Jarvis. Wir müssen irgendwie in Pollux Industries reinkommen. Ich wusste, eines Tages würdest du mich zu deinem Rebellenkomplizen machen. Ich überprüfe das Sicherheitssystem. Geh so lange lieber in Deckung. Ein neues Wachteam nähert sich. Lad ihre Positionen auf unsere Navi-Einheiten und beeil dich mit der Überprüfung. Wir müssen Jarvis Zeit verschaffen. Bereit für etwas Action. Der Tod ist tief. Ausschalten. Jarvis, wie sieht's mit dem Zugang aus? Ich glaube, ich habe eine Schwachstelle entdeckt. Momentchen, ich muss meine Theorie nochmal überprüfen. Oh. Ich weiß, ich sollte auch mal eine andere Waffe nehmen. Schicker, Funkkommandant, Luft ist rein. Los geht's, bevor Verstärkung kommt. Wir müssen den Stromkanal des Hologramms ionisieren. Dadurch müssten die Hoverstiefel genug Schub bekommen, um euch bis zur Wartungsluke zu bringen. Klingt doch ganz einfach. Ist es nicht wirklich? Wir müssen alle drei ran. Ich aktiviere die Transportrampen westlich vom Platz. Geht dahin und wartet auf weitere Anweisungen von mir. Die Transportrampen sind aktiviert. Mir nach!
Position. Du arbeitest für Pollux. Kannst du sie nicht zurückpfeifen? Moment, ich frage nach. Die sagen nein. Du bist ein Riesenspaß, du Geil. Du Geil. Unterrichtet nur zum Spaß, du Geil, du Geil. Der Lombax hat eine Sünde. Das tut mir das uns Freude sein. Du gehörst mir. Bis der Zugang ist zurück. Okay, ihr zwei müsst euch trennen. Azimut, du musst Manuel das Schutzfeld anlegen, während dein Freund die Stromschalter aktiviert. Packt er das so ganz alleine? Ich vertraue auf Ratchets Fähigkeiten. Ich halte mich vom Wertungskanal von mir. Ab und auf mein Bett. Uiuiui, hier geht's ganz schön zur Sache. War nur ein Scherz. Möchtest du einen Kuchen und für einen Kuchen? Jetzt haben wir den auch wieder eine Stufe höher. Ja. Übersetzt mir Clank solches Kauderwelsch. Geht's auch verständlicher? Wenn der General das Schutzfeld absenkt, aktivierst du alle Schalter, zu denen ich dich schicke. Kapiert. Senke das Schutzfeld. Jetzt. Okay, ich bin drin. Gebe die Stromschalter an deine Navi-Einheit durch. Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Kapiert. Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Los jetzt, aktiviere die Schalter. Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Nicht schlecht. Azimut meinte ja, du lernst schnell. Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Kapiert. Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Du bist echt gut in solchen Dingen. Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Da lang. Super. Du hast früher schon mal Hochsicherheitssysteme geknackt, stimmt's? Entferne Schutzprogramm und synchronisiere das Navi jetzt. Okay, da lang. Nee. Na doch, hier.
Gut, der Kanal ist ionisiert. Jetzt kannst du dich über den Platz direkt in Pollens Industries hineinkatapultieren. Gute Arbeit, Ratchet. Hey, was ist mit mir? Wir gehören zur selben Gilde, oder? Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier noch irgendwas gegeben hat. Schutzfeld helfen. Verstanden. Erzeuge Freischaltcode. Ratchet, geh zum Leitungskanalterminal an Neuroxplatz. Am Neuroxplatz? Wir kommen im... Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ja, muss hier hoch. Achtung, Bürger von Aktion City! Bitte, okay, General. Ruf die Befehlseingabe auf und tippe den Code 71218 Raute 7 ein. Alles klar, danke, Jarvis. Wir sind da. Unser einziger Weg ins Gebäude. Die letzte Möglichkeit, umzukehren. Alter Verschönheit, General. Ha, Witzbold, genau wie dein Vater. Wir hinterher! Du hast es geschafft. Los, komm, zur Zentrale geht es hier entlang. Achtung! Bioscan zeigt 2 Lombaxe im Hauptserverraum. Alle Einheiten bereit machen. Verfluchte Bioscans. Geh du nach links, ich nehme die rechte Seite. Achtung, Mitarbeiter! Ja. Ich gerade erfahre, hab die Sonntagsnote unternehmen und erwartet. Der Sicherheitsdienst wurde mobilisiert. Aber Vorsicht! Der Zugang ist verstanden. Für den Fall von extrem herumschubbigen Vorkommnissen, dort steht medizinische Hilfe bereit. Schalten wir im Tor geordnet. Wir kommen in Frieden. Oh, Munition, alle. Ich könnte ja auch mal Tesla-Spuren nehmen. Sie schicken einen Protomantis. Ratchet, geh in Deckung! Mr. Zuckern hat das schon wieder gemacht. Geschafft. Das sollten alle gewesen sein. Hilfseinheiten zum Hauptserverraum. Wiederhole, Hilfseinheiten zum Hauptserverraum. Okay, ich sollte wirklich damit aufhören. Boah, hier gibt's wirklich eine Riesenmenge. Und wir haben ein weiteres Upgrade gefunden. Yay. Wieder hier? Okay, Himmels. Ich sollte ja links lang gehen, ne? Stimmt. Ne, von hier kamen wir ja. Sie sind auf dem Vorsprung gegenüber. Ich spreche Sie von hier aus an. Ich bin zu meinem Weg, um Sie zu umgehen. So, na, dann muss ich hier lang. Ah!
darüber? Nee, da geht's noch nicht rüber. Schnell, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Oh ja. Ich aktiviere die Energiebrücke. Mr. Zuckern braucht keine Nanotech zu überleben. Mr. Zuckern ernährt sich von Angst. Von Angst ernährt er sich. Ruhig ein paar übrig lassen können, ne? Ja, da kommt doch noch einer. Sieht aus? Nicht wahr? Ulan, schnell. Komm, wir sind fast da. Stufe 4, jawohl. So, und ich muss einen Schnitt machen, Leute. Unbedingt. Ich bin schon wieder über eine halbe Stunde. Ich habe schon wieder voll geträumt. Aber erstmal den Raum hier aufräumen. So, und hier. Alles, was du hast, Nefarius. Es wird nichts ändern. So. Ich kümmere mich um den hier. Die Luft ist rein. Weiter jetzt. So, jetzt kann ich, glaube ich, mal einen Schnitt machen. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet und Clank und Zuckern. Jetzt halt aber deinen Mund. Tschüss.